Der am Mittwoch in Ternitz festgenommene Terrorverdächtige hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er wollte demnach am Donnerstag oder Freitag einen Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert in Wien verüben. Das haben der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf und DSN-Direktor Omar Hajjavi Pirchner am Donnerstag mitgeteilt. Der 19-jährige Haupttäter hat zwischenzeitlich ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Ich darf auch klar zum Ausdruck bringen, dass wir derzeit keine weitere flüchtige Person suchen. Wir haben auch keine Erkenntnisse, dass es ein entsprechendes Bedrohungsbild in den anderen Bundesländern gibt. Wir haben die Sicherheitsvorkehrungen in den letzten Wochen und Monaten dementsprechend erhöht, den öffentlichen Raum dementsprechend bestreift, auch mit Bediensteten im uniformierten Bereich, im zivilen Bereich und auch Spezialkräfte kommen hier zum Einsatz. Damit konnte eine Tragödie verhindert werden. Und ich möchte es an dieser Stelle auch sagen, und ich habe daher auch Verständnis für die Entscheidung des Veranstalters, diese Konzerte auch abzusagen. Der Plan des Täters sei es gewesen, mit einem Selbstmordattentat Personen außerhalb des Stadions zu töten. Und sein Ziel war es, entweder heute oder morgen beim Konzert sich selbst und eine große Menschenmenge zu töten. Die Hausdurchsuchung dauerte gestern den ganzen Tag an und aufgrund des Verdachtes, dass sich in dem Haus Sprengstoff befinden könnte, das sich auch bestätigt hat, war es eben notwendig, vor unserer Hausdurchsuchung durch entsprechende sprengstoffkundige Organe Abklärungen durchführen zu lassen. Bei der Durchsuchung am Wohnort im Haus in Ternitz konnten beim Haupttäter bislang unterschiedliche Substanzen, 12%iges Wasserstoffperoxid, funktionsfähiger Sprengstoff DATB, sowie technische Gegenstände und Materialien zur Herstellung von Sprengstoff, beispielsweise Zünder, Zündkabel, Zündmaschinen, sichergestellt werden. Zudem konnte umfangreiches IS-Propagandamaterial, 21.000 Euro Falschgeld, anabolika-ähnliche Substanzen, Macheten, Messer und Schreckschussmunition sichergestellt werden. Bei der Hausdurchsuchung wurde außerdem ein einsatzfähiges Blaulicht mit einer Folgetonhorneinrichtung, wie es die Polizei verwendet, sichergestellt werden. Der ebenfalls verhaftete 17-Jährige sei bei einem Facility-Unternehmen angestellt gewesen, das am Donnerstag im Stadion Dienstleistungen durchführen hätte sollen. Er wurde am Mittwochnachmittag im Stadion festgenommen.